Ich heiße herzlich willkommen bei Folge 46 von meinem Let's Play mit Azur Lane Crosswave. Beim letzten Mal habe ich ja leider diesen einen Kampf hier nicht auf S geschafft. Das werde ich jetzt wiederholen. Ganz schnell, hoffe ich. Und danach werden wir zum nächsten Kampf gehen, wo auch wieder gelabert wird. Kamera brauche ich ja dann nicht ausschalten. Wir haben beim letzten Mal noch ein bisschen Equipment verbessert. Und mal schauen, ob das was gebracht hat. Ich hoffe. Ich hoffe. Hi, Lexington. Skippen das mal, damit wir schneller sind. Es hat auf jeden Fall was gebracht, würde ich sagen. So, wir brauchen Flieger. Haben schon drei. Da kommen uns noch mal ein paar Torpedos im Weg. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sind viel schneller als vorher. Da müsste jetzt eigentlich auf S sein. Weil ich fand schon, dass es sehr schnell war. Ja, auf jeden Fall. Geil. Sehr gut, sehr gut. So, nochmal schön auch A-Punkte verdienen. Können wir auch gleich nochmal Schiffe kaufen. Nein. Diesmal nicht nochmal. Schon wieder was bei Akashi drin. Ach, meine Güte. Ja, schauen wir uns ganz schnell an. Das war ja eigentlich nicht das, was geplant war. Na, guck mal, wir können nochmal das Ding holen. Ist nicht schlecht. Ich glaube, das mache ich fürs nächste Mal. Aber zu wenig Geld. Okay. Auch die A-Punkte werde ich gleich ausgeben. Wir gehen jetzt sofort hier hoch. Mal schauen, wer uns jetzt erwartet. Okay, Luffy hat den angeordnet. Was denn, Portman? Was willst du? Was willst du uns sagen, was Luffy euch angeordnet hat? Okay, die beiden großen Schwestern, sagt St. Louis, sollen jetzt in unseren Weg kommen, damit wir keine Cubes sammeln können. Gut, ja. Portland und St. Louis. Und Shimakaze fragt nach, macht es überhaupt einen Sinn, so zu teamen? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir finden es jetzt heraus. Nein, Lakshman immer noch nicht. Ich frage mich, wann der Endkampf ist. Hallo, Istrops. Mal schauen. Okay, St. Louis zuerst. Und Portland. Okay. Okay. Rasten wir vollkommen aus. Wir haben einfach gerade Portland gewonshottet quasi. Jetzt beide auf einmal. Okay.
diesmal nicht gewonshottet. Ja, auch das haben wir recht schnell hingekriegt. Sehr schön. Portland, Vestal und Indianapolis. An Level 25. Oh, Entschuldigung. Ja, und Shimakaze, etwas außer Puste, man hört's, sagt, ja, wir haben es geschafft, ein paar Cubes zu sammeln. Irgendwie. Er sogar hat gezählt und sagt, ja, wir haben 50, wenn wir einfach nur überleben können. Wird aber anscheinend unterbrochen von irgendwas. Ah, nee, doch nicht. Nicht von irgendetwas, sondern wir würden jetzt in den nächsten Kampf gehen, nämlich hier hinten. Und irgendwie habe ich jetzt gerade doch schon langsam das Gefühl, dass das schon zu Ende ist. Das ging unglaublich schnell gefühlt. Aber wir hatten ja auch hier dieses mit den Skills, was ich beim letzten Mal, glaube ich, mir angeguckt hatte. Da müsste man eigentlich auch das leveln können. Ich frage mich, wann ich das kann. So. Okay. Wir haben die drei, also Suffolk, ups, nein, nicht Frostbite, Norfolk und Ise beim letzten Mal gekauft. Wir haben jetzt zwei Kämpfe danach gemacht und die sind schon beide Level 15. Also man sieht, egal wann man die Schiffe gekauft hat, die leveln gut nach. So, wir holen uns jetzt hier Haruna. Ja, wenn man es verstanden hat, dann hat sie gesagt, sie ist von der Kongo-Klasse. Es ist nämlich ein Schwesternschiff der Kongo. Und die Kongo würden... Wie, haben wir die? Nein, wir haben sie noch nicht hier. Das ist die Kongo. Aber wir fangen erstmal von oben an. Wir holen uns... Oh, obwohl ich ja eigentlich Unicorn voll gerne hätte, ne? Nein, nein, nein. Wir fangen von oben an. Wir kriegen ja sowieso alle. Bin ich zumindest von überzeugt. Deswegen kommt erstmal Javelin dran. So, und dann haben wir schon wieder keine Punkte mehr. Wir bräuchten jetzt 30 weitere für Ajax. Aber das macht nichts. So. Wir haben nichts bei Akashi. Wenn nicht viel geredet wird, könnten wir das schaffen, den Kampf. Deswegen mal gucken. Ich hoffe, es ist nicht viel reden. Okay, es ist ein es ist ein sehr knapper Kampf, sagt Akashi. So einen haben wir bisher noch nicht gehabt, seitdem diese Übung begonnen hat. Ja, und sie hat quasi mitgezählt und sagt, ja, Sakura Empire hat 50 Cubes momentan. Auf der anderen Seite okay. Long Island ist anscheinend etwas aus der Puste. Sie sagte, ich habe ein paar Cubes gefunden. Aber dieser Geist, sie redet ja immer von sich in der dritten Person, ist langsam am Limit. Und klatscht ins Wasser. Oh. Okay, das heißt, es ist wirklich der letzte Kampf jetzt anscheinend. Und Akashi sagt, ja, Eagle Union hat 49. Die Zeit läuft langsam ab. Kann Sakura Empire dem entkommen, also dem Angriff wahrscheinlich, der jetzt folgt, beziehungsweise der Niederlage entkommen. Irgendwie so. Okay. Luffy sagt, ja, wir werden das nicht zulassen. Ich werde wach im Tausch von... Nee,
Ein Tausch von Long Island, genau, nein. Sie sagt, Long Island schläft ein, ich wache dafür auf, so. Ja, und Saratoga hat, sagt zu Lafayette, du vergisst etwas, ich werde dich beschützen. Das dürfte interessant werden jetzt. Also, Akashi sagt auch, ja, Commander Luffy ist vollständig wieder am Kampf beteiligt. Ja, und Cleveland sagt, ja, wir werden jetzt hier standhaft. Wir unterstützen Luffy. Und St. Louis stimmt ihr zu und sagt, ja, wir müssen unsere Verteidigung stärken. Und Portland sagt, ja, nehmt euch in Acht vor der vor der Wand oder Mauer der drei älteren Schwestern. Ja, Cleveland ist auch eine ältere Schwester. Oh Gott, das wird jetzt schwierig. Je nachdem, also, ich sag mal so schwierig in Anführungszeichen, weil wir sind ja doch relativ gut jetzt auch mit den neuen Sachen, die ich angelegt habe bei denen. Aber es sind halt jetzt quasi alle gefühlt. Ja, und Shimeka sagt zu Soga, wir können jetzt hier nicht verlieren. Ja, und Soga sagt auch, ja, wir siegen oder wir sterben. Kampf. Im Englischen hört sich das besser an, Do or Die. Ich weiß nicht, wieso im Deutschen das sich scheiße anhören würde. Wenn man es wirklich übersetzt, ich habe es jetzt versucht, aber selbst das hat auch nicht so viel gebracht. So. Ich vermute, es ist der letzte Kampf, deswegen Charme benutzen. Hallo, Soryu. Jetzt. Wen haben wir denn? Luffy und Saratoga. Okay. Okay, es wird schwieriger als ich dachte. Oh, die Kampffläche ist irgendwie so eng, habe ich gerade den Eindruck. Hat das für ein S gereicht? Das war sehr lang, was wir gebraucht haben, ne? Oh, doch, hat gereicht. Puh, ich war mir nicht sicher. Luffy, St. Louis, Saratoga, Cleveland, Portland. Portland sogar von 4 Stück. Nicht schlecht. Und Shiranui noch als einzig 26. Yay, aber trotzdem Level up. Luffy, ah, die Cubes. Und Akashi kommentiert das mit, ja, Luffy hat einen Fehler begangen, sie hat Cubes in den Ozean fallen lassen. Oh, Shimakaze, ist das dein Ernst?
Shimakaze hat das auch getan, sagt sie. Ja, und Akashi sagt das auch nochmal, sie haben denselben Fehler begangen. Und sogar fragt nach Shimakaze, bist du okay? Sie sagt, ja, ich bin okay, aber die Cubes. Uff, keine Zeit mehr übrig, sagt Akashi, wir haben nur noch 10 Sekunden. Oha. Ja, und sogar sagt auch, ja, wir können sie ganz schnell einfach jetzt aufsammeln. Ja, und Long Island anscheinend wieder etwas fitter, ruft ihren Leuten zu, ja, unterstützt Luffy. Ja. Und Saratoga sagt, ja, überlass die rechte Seite mir. Cleveland übernimmt die Mitte. Und Portland die linke Seite. Und St. Louis möchte sich Suruga in den Weg stellen. Und okay, sie stellt sich ihr nicht in den Weg, sie umarmt sie. Okay, Suruga ist erschrocken und hör auf mich zu umarmen. Oh oh. Akashi zählt runter, 4, 5, 3, 2, 1, vorbei. Jetzt bin ich gespannt. Und sie sagt, ja, lass uns noch einmal die Cubes für jede Nation zählen. Die Kapitäne schweigen. Eagle Union, also Luffys Seite, 40 Cubes. Cleveland sagt auch, ja, das ist schlecht, wir konnten nicht alle wieder aufsammeln. Gut, auf der anderen Seite auch nur 40. Und Long Island fragt nach, wir haben ein Unentschieden. Ja, und Akashi sagt, ja, wir haben... Ein Wunder ist geschehen, also es ist ein bisschen übertrieben, okay. Ja, dieses Mal hat keine der beiden Seiten gewonnen. Okay, Akashi sagt, ja, nee, wir erklären beide Seiten zu Gewinnern und sie sagt, auch jeder ist MVP. Naja. Ja, Saratoga sagt, ja, Akashi sagt das gut, ich stehe hinter dieser Entscheidung. Ja, Portland wahrscheinlich so in die Kamera, hey, Indy, hey, hey, große Schwester ist MVP. Ja, okay. Ja, Long Island sagt auch, ja, wir sind alle MVP. Ja, Cleveland sagt, ja, och, ich habe damit kein Problem. Was ist mit euch beiden? Damit meint sie anscheinend Shimakaze und Suruga. Und Shimakaze guckt anscheinend Suruga an und sagt so, ja, Suruga ist... Aha, anscheinend zufrieden. Sie lacht ein bisschen und St. Louis sagt auch, ah, du lachst, das ist gut, das freut mich. Luffy kommt zu Shimakaze. Und Shimakaze fragt, ja, was ist? Und Luffy sagt, ja, somit sind wir gleich. Und Shimakaze bejaht es einfach nur. Ja, und Shimakaze sagt, an diesem Tag für mich war... Hat einfach jeder ein lächelndes Gesicht gehabt und selbst die Cubes haben mehr geglänzt, so schien es. Ja,
Manchmal war es aber ein bisschen traurig, dass Enterprise nicht mitgemacht hat. Naja, kann nicht alles haben. Sagt auch, ja, die Dinge entwickeln sich aber in eine Richtung, über die wir noch keine Ahnung haben. Enterprise. Sind wir wieder an einem ruhigeren Ort, sage ich jetzt mal. Du bist ziemlich spät, wenn man bedenkt, dass du mich hergerufen hast. Akagi. Ja, und Akagi sagt, ja, es tut mir leid, wir sind schließlich beide sehr beschäftigt, oder nicht? Ich würde es gut heißen, wenn du darüber hinwegsehen würdest. Okay. Chapter 3 complete. Wow, das war unglaublich schnell. Ich glaube, Folge 40 war Anfang von Kapitel 3 und jetzt ist schon zu Ende. Hammer. Ich werde jetzt hier speichern. Werde auch das Video vorher schon beenden. Werde speichern. Und dann mit dem nächsten Ding direkt das nächste Video beginnen. Also kurz mal die Cam ein. Hallo nochmal. Kapitel 3 abgeschlossen. Ging schneller, als ich gedacht habe. Ja. Wir werden dann Kapitel 4 direkt beginnen. Und bis dahin, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.